Und live in Zürich begrüße ich jetzt einen profunden Kenner der FIFA, den Journalisten und Autor Jens Weinreich. Guten Abend, Herr Weinreich. Guten Abend, ich grüße Sie. Herr Weinreich, die Vorwürfe gegen diese 7 hochrangigen FIFA-Mitarbeiter und Funktionäre, die wiegen sehr schwer. Es geht um Betrug, es geht um Absprache zur Geldwäsche, es geht auch um den Vorwurf des organisierten Verbrechens, der organisierten Kriminalität. Halten Sie es auch nur ansatzweise für möglich, dass all das ohne das Wissen von Sepp Blatter über die Bühne gegangen ist? Nein, Sepp Blatter ist der Chef der FIFA. Sepp Blatter ist, wie ja gestern nun auch die amerikanische Justizministerin gesagt hat, Sepp Blatter ist Chef eines weltweiten mafiosen Netzwerks. Und man darf nicht vergessen, Nutznießer dieses Netzwerks, gerade in Süd- und Nordamerika, also insgesamt wurde ja sogar gegen 14 Funktionäre Anklage erhoben in den USA, Nutznießer dieses Netzwerks ist immer Sepp Blatter gewesen. 45 Stimmen haben Nord- und Südamerika. Und diese 45 Stimmen, die gingen bei allen FIFA-Kongressen seit seiner ersten Wahl 1998 geschlossen an Sepp Blatter. Dafür hat er weggeschaut, geduldet. In einigen Situationen, bei mindestens einer 1-Millionen-Zahlung, weiß man auch, dass es dokumentiert, dass er es gewusst hat. Viele Skandale hat Sepp Blatter in diesen 17 Jahren also überstanden. Er wurde auch mehrfach schon zum Rücktritt aufgefordert. Allein er hat immer an seinem Posten festgehalten. Es war immer erfolgreich. Rechnen Sie damit, dass das so weitergeht? Sprich, rechnen Sie damit, dass Sepp Blatter morgen für eine 5. Amtszeit wiedergewählt wird? Absolut. Schauen Sie, Sepp Blatter wird dieses FIFA-Haus, das FIFA-Hauptquartier, nur verlassen im Sarg. Also als er wird nie abtreten. Er wird sicher auch nicht abgewählt werden. Oder, das könnte auch noch sein, das ist eine Option, die seit gestern trotz allem noch steht, denn einige dieser Festgesetzten und einige, gegen die in den USA Anklage erhoben wird, denen drohen langjährige Haftstrafen, 10, möglicherweise auch 20 Jahre. Und einer zum Beispiel, der FIFA-Vizepräsident Jeff Webb, der neue Liebling von Sepp Blatter, wissen Sie, der ist gerade so 50 Jahre alt, hat einen Sohn bekommen vor einigen Monaten nochmal, der will seinen Jungen aufwachsen sehen, der will nicht 20 Jahre in ein US-Gefängnis. Und das ist die große Chance im Sinne der Aufklärung. Das hat gewirkt bei anderen hochrangigen FIFA-Offiziellen, die sich als Kronzeugen von FBI und IRS, der Steuerbehörde, zur Verfügung gestellt haben. Und nur deshalb, nur wegen dieses Drucks, haben wir diese Situation, worüber gestern die ganze Welt gesprochen hat. Das heißt, Sie sagen jetzt, wenn er und wenn die anderen plaudern, dann könnte es tatsächlich eng werden für Sepp Blatter. Nicht morgen, das dauert ja eine Weile. Das kann ja mitunter sogar Jahre dauern, das wissen wir ja. Vor einigen Jahren gab es den bis dato größten Korruptionsskandal des Weltfußballs, der ISL-Bestechungsskandal, 140 Millionen Schweizer Franken. Und da hat alleine die juristische Aufarbeitung 8 Jahre gedauert. Jetzt geht es ja nicht nur um die 7 Verhafteten, nicht nur um die Person Sepp Blatter. Es geht auch um die Glaubwürdigkeit des Sports. Es geht um das Image des Weltfußballs. Wie beschädigt ist denn der? Tja, da müssen Sie eigentlich nur auf die Straße gehen. Also mit Ausnahme von Katar in fast allen Ländern der Welt. Wir haben es ja auch bei der Weltmeisterschaft und beim Confed Cup in Brasilien gesehen im vergangenen und im vorvergangenen Jahr. In fast allen Ländern der Welt gilt die FIFA als Inbegriff der Korruption, als Synonym für Mafia, nichts anderes. Und schuld daran ist Sepp Blatter, schuld daran ist Sepp Blatter mit seiner Führungskrone, niemand anderes. Und diese Verantwortung stellt er sich natürlich nicht. Österreich wird ja morgen nicht für Sepp Blatter stimmen, so wie auch die Mehrheit der UEFA. Ist eine Abspaltung der Europäer aus der FIFA für Sie denkbar? Die große Chance wurde verspielt. Die große Chance hat es gegeben. Das ist ungefähr so, was gestern und heute mit der UEFA passiert ist. Wissen Sie, das ist so, als steht ein Fußballer einer Profiliga allein vom Tor, 1 Meter vom leeren Tor, kein Verteidiger, kein Torwart und der donnert 20 Meter den Ball drüber. Diese Chance hat die UEFA vertan. Man hätte boykottieren müssen, man hätte die Verlegung der Wahl erzwingen müssen. Große Verbände wie Deutschland, England und andere hätten aus dem Saal marschieren müssen. Nur das wäre eine Möglichkeit, eine ehrliche Möglichkeit gewesen. Warum haben Sie es vertan? Weil Sie natürlich nicht aufrecht sind und weil Sie natürlich selbst Dreck am Stecken haben. Viele UEFA-Top-Funktionäre aus dem UEFA-Vorstand sitzen auch im FIFA-Vorstand. Es gibt ja nicht da die Guten, hier die Bösen. Und einige von denen haben auch aus Russland und Katar für die WM-Vergabe Geld kassiert. Viele Beobachter teilen ihren Pessimismus, dass sich da jetzt wirklich etwas ändert. Dennoch bleibt
der Wunsch, der Ruf nach einer Reform, auch nach einer Reform von innen. Spüren Sie in irgendeiner Weise den Willen zu einer solchen Reform? Die FIFA-Propaganda und Blatter stellt ja für Millionen Leute dafür an, also nicht nur in der FIFA, auch Berater. Die FIFA-Propaganda sagt, Blatter sei ein Reformer. Das ist der größte Witz der Weltgeschichte. Von innen ist dieses Mafiasystem nicht zu verändern. Das wäre ja so, als würde man nach Neapel gehen und würde sagen, die Camorra wird ab morgen reformiert. Nein, so läuft es nicht. Dieses System ist nur zu zerschlagen, absolut zu zerschlagen, neu aufzubauen. Jens Weinreich, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Zürich. Gern geschehen.